Was geht ab, Just Network Soldier? Ich bin hier vor der Uni in Bremen, wie immer bei meiner Außenwette. Und heute geht es tatsächlich darum, ich habe hier mein kleines Tischchen mitgenommen. Und heute geht es darum, Armdrücken. Ich werde Leute zum Armdrücken herausfordern. Im Knien wahrscheinlich, weil der Tisch ist nur irgendwie 50 cm hoch. Mal gucken, wen ich dafür alles finde. Und ich denke, Tadi und ich werden uns jetzt auf die Suche machen nach potenziellen Armdrückleuten. Also bis gleich. Alles klar, der erste Kandidat ist vielleicht gefunden. Ich frage dich mal eben so zwei, drei Sachen. Und zwar, fühlst du dich selbst als aggressiven Mensch? Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Stehst du trotzdem auf Herausforderungen jeglicher Art? Klar, macht Spaß und also sind auf jeden Fall eine Abwechslung, ne? Wärst du bereit, jetzt gegen mich ein kurzes Armdrückduell zu machen? Ja, dafür haben wir den kleinen Tisch hier. Nur wenn du Lust hast. Klar, wäre ich dabei. Ja, alles klar. Ich vermute, dass ich verlieren werde, aber ich bin dabei. Die nächste Person hat sich gefunden und zwar würde ich dir gerne zwei Fragen stellen. Und zum einen, fühlst du dich selbst als aggressiven Menschen? Nein, denke ich nicht. Und wie stehst du zu Herausforderungen im Allgemeinen? Stehe ich positiv gegenüber, würde ich sagen. Ja. Also stellst du dich gerne auf Herausforderungen jeglicher Art? Ja, doch, denke ich schon. Hättest du jetzt kurz eine Sekunde Zeit, mit mir einmal Armdrücken zu machen? Ja. Ah, alles klar, sehr gut. So, der nächste steht jetzt vor mir und ich habe eigentlich nur zwei Fragen an dich und zwar, bist du ein aggressiver Mensch? Nein, bin ich nicht, überhaupt nicht. Und wie stehst du zum Thema Herausforderungen, den Kick und sowas? Ja, also ich mag es schon, mich Herausforderungen zu stellen, aber ich, wenn ich nicht muss, dann finde ich es auch nicht unbedingt notwendig, da so viel reinzusetzen. Also du suchst jetzt nicht tagtäglich irgendwelche Herausforderungen? Nein. Okay, denn vielleicht eine Herausforderung heute. Hättest du Lust, mit mir einmal kurz Armdrücken zu machen? Armdrücken? Bin ich nicht wirklich gut drin. Ich auch nicht. Ja, von mir aus können wir machen. Ja, alles klar. Nach vielen Suchen habe ich jetzt endlich meinen nächsten Kandidaten vielleicht gefunden. Und zwar würde ich dir gerne erstmal vorab zwei Fragen stellen. Und zwar, bist du ein grundauf aggressiver Mensch? Nein. Gar nicht? Und wie stehst du zum Thema Herausforderungen? Suchst du gerne Herausforderungen in deinem Leben? Ja, auf jeden Fall, ja. Ja? Dann würde ich dir jetzt einfach mal für jetzt eine Herausforderung stellen. Und zwar, hättest du kurz Lust und Zeit, mit mir einmal Armdrücken zu machen? Kann man machen, ja. Ja, alles klar, gut. Ich komme nicht drum rum, ich muss auch ein Mädchen fragen. Deswegen einmal kurze Frage, bist du ein aggressiver Mensch? Manchmal. Scheiße, schlechte Karten für mich. Und wie stehst du zum Thema Herausforderungen im Leben? Ich bin auf jeden Fall dabei. Okay, dann würde ich dich jetzt einfach fragen, hättest du Lust, mit mir einmal kurz Armdrücken zu machen? Eine kleine Herausforderung für heute. Ja, klar. Okay. Leute, es ist soweit. Haltet euch fest. Neben mir steht, zoom raus, Tadi, Caro! Wir haben sie wiedergefunden. Caro aus der ersten Papewette. Caro, für die, die dich kennen, was habe ich mit dir damals gemacht? Rangeln. Wir haben gerangelt, richtig. Ich hab gewonnen. Ja, stimmt wohl. Ich hatte auch ein bisschen Schiss, dass du mich umkickst. Wie stehst du denn zum Thema, bist du ein aggressiver Mensch? Nein. Ich weiß das doch. Und wie stehst du zum Thema Herausforderung? Gut. Ja, also bist du heute auch bereit, mit mir Armdrücken zu machen? Ja. Na gut, Leute, also... Ach, scheiße. Na gut, schaffe ich auch, hoffentlich.
So, liebe Just Network Community, das war's mit der heutigen Pappe-Wette. Heute war Armdrücken. Ich hatte gedacht, dass es etwas schwieriger wird, Leute zu finden, aber letztendlich haben wir doch noch einige gefunden, die bereit waren, mit mir Armdrücken zu machen. Ich habe herausgefunden, dass keiner aggressiv geladen war. Und meine Überraschung heute war ganz klar Caro. Caro, wenn du dieses Video siehst, ja, kommentier es. Das hast du mir versprochen. Und ja, das war's mit der Pappe-Wette. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann.